Nun denn, verratet mir mal, wer von euch hat gestern nicht aufgegessen oder war nicht artig? So ein blödes Wetter macht ja nun gar keinen Spaß. Na gut, Mike beschwert sich nicht, das ist schon mal die Hauptsache. Er macht noch was. Ich frage mich nur, was er macht. Was haben wir ihm denn zuletzt als Aufgaben gegeben gehabt? Kümmere dich um die Beete. Okay. Und Holzscheitständer. Schwieriges Wort. So, gut. Mike hat was zu tun. Wir haben ja auch noch allerhand auf dem Plan. Wollen wir mal gucken, ob Mike schon mal was repariert hat? Nö. Reparieren ist nicht so seins. Wir haben ja nebenbei geköchelt. Ich hab's geschafft und habe uns mal noch ein paar Dinge vorbereitet. Ich habe das restliche Eisen durchgeschmolzen, damit wir das Gerät fertig kriegen. Was ist denn hier los? Ach, das sind die Blätter. Im Haus fallen Blätter. Toll. Oh, Kühlschrank aus. Da müssen wir was unternehmen. Irgendwie haben wir wieder zu viel Strom verbraucht, nehme ich mal an. Eingehend 91, ausgehend 250, gespeicherter. Ah, das sieht nicht gut aus. Windturbinen machen fast gar nichts. Also wir brauchen definitiv mehr Batterien, dass wir, wenn Strom da ist, genug wegspeichern können. Das sieht nicht gut aus. Was braucht denn hier Strom? Was braucht hier so viel Strom? Du kannst ja nicht sein, du hast ja nichts drin. Hat der jetzt noch was? Also entweder ist es die Steinmaschine, die so viel braucht. Wir wollen doch kochen. Quatsch. So. Irgendwie wäre ich nicht glücklich damit. Mal gucken, was wir noch rüber gestapelt kriegen. Gut, ja, es ist nicht so wild. Aber wenn die jedes Mal ausgehen hier, wäre das schlecht. Weil hier, ich habe schon mal vorbereitet, unsere Gemüse. Kühlschrank abklemmen. Harry ist aus. Damit wenigstens einer läuft. Das muss reichen. Wenn nicht, dann haben wir einen ganz großen Zonk. Aber es ist komischerweise immer nach dem Einloggen. Wir haben doch nicht schon genug Batterien. Die Taschen haben wir auch noch voll. Schlecht. Dann müssen wir noch mehr Strom produzieren. Was wieder heißt, wir müssen zwingend in die Höhle. Wir brauchen Material. So. Wir packen mal die Taschen aus. Ein bisschen Zement habe ich uns auch schon vorbereitet gehabt. Vielleicht liegt es ja da dran.
Ja. Eisen hier rein. So. Halt, wir haben noch was in der Tasche oben. Wir können das auch noch mit durchschmelzen. Ja, ich habe uns mal die Kiste schon vorbereitet. Ich sage, ich habe uns schon mal hier ein bisschen Beton eingepackt für unten und habe uns die Eisensachen vom letzten Mal. Technik. So, mal gucken, was sagt der Strom jetzt? 104. Ah. Es reguliert sich langsam. Wäre ja schade, wenn unsere schönen Sachen verderben. Gut. Dann. Was denn hier noch? Das nehmen wir mit rüber. Haben die erstmal. Trinken auch noch. Gut, dann können wir in Ruhe schlafen. Hier. Ja. Da will man nur mal früh bei Zeiten aufstehen und loswerkeln. Und das Spiel ärgert ihn schon wieder. Kühlschrank ist noch an. Oh, die Bambis kommen auch gleich. So, lassen wir uns nicht ärgern. Es fehlt noch 23. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fehlen noch 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann nehmen wir die Kiste mal mit runter. Damit wir wenigstens heute mal ein Ergebnis sehen. Ja. Hey Mike, fleißig. Ich habe da irgendwas zum Frühstück hingestellt. Dang, 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 dang. Ja. Gut, dann schmeißen wir mal den Mist hier rein. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Nö. Komm, ich nenne den Clara. Ach, das Ding braucht auch wieder Strom. Ach, du Heiliges. Na dann. Hey, ihr Säcke! Kannst fliegen. Hilfe! Verwirrt. Verwirrt ich bin. Boah. Jetzt hat das aber ja gezuckt und geruckelt. Also die kommen trotzdem hier rein. Also ich kann machen, was ich will. Was natürlich schlecht ist. Das ist verdammt schlecht. Naja, nützt nichts. Wir können leider nicht durchs Wasser bauen. Und reparieren müssen wir es dann bestimmt auch wieder. Mann, 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 Mann. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie viel wir eigentlich brauchten. Aber dafür haben wir das Material ja besorgt. Zack. Jetzt reicht es hier nicht mehr. So, was haben wir noch? Drei. Fehlen noch eins, zwei Plattformen. Und dann können wir dieses formschöne Ding in Betrieb nehmen, wenn wir genug Stroh haben. Also, das nächste ist die Höhle. So, wir hatten aber noch eins offen. Und zwar, das Ding benötigt Strom, 150 vor allen Dingen. Wenn er mit Strom betrieben wird, wird der Treibstoff direkt in die Mineralextraktion gepumpt. Okay, also wir brauchen kein Zusatzgerät. Ölsauger benötigt 100.
Und für was ist der dann da, der Ölsauger? Das ist die Ölpumpe. Aber der braucht auch so einen Haufen Zeug. Muss auch noch auf den Boden gestellt werden. Und braucht auch Strom. Na, dann denke ich mal, wir werden hier unten eine eigene Ölraffinerie brauchen. Alu 15, Stahlbahn 6, Schrauben 20. Na, Schrauben sind unser geringstes Problem. Ja, dann werden wir hier wohl noch ein bisschen was erweitern müssen. Nützt ja nun nichts. Aber ich will, wenn dann, das alles ordentlich in einem Gelände haben. Ihr wisst, Monk und so, ihr kennt die Kameraden. Bist dumm? Mal weg hier, du Kamerad. Das stand ja so gar nicht auf meinem Plan. So, du gehst nochmal weg. Auch wenn das jetzt nicht besonders schön aussieht, zumindest für den Moment. Da. Weiter hier rein. Das wird ja wieder mehr Arbeit. Hätte ich es noch nicht angefangen. Ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass uns das Arbeit und Mühe macht. Eieiei. Aber wir haben es eben angefangen. Dummerweise jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Holz mache, hat Mike zuvor die Aufgabe gekriegt, Holzscheitständer, das ist ein Name, das ist, also Ständer aufzufüllen, dann klaut er mir nämlich jedes Mal das Baumaterial. Und ich komme gar nicht so schnell hinterher mit Hacken und Tun. So. Aber wir haben gestern wenigstens unseren kleinen Exkurs ins Kulinarische gehabt. So. Hier ist drin. So. Dahin. Da brauchen wir noch mehr Beton. Uiuiui. Gut, dann hier den komischen Ölpumpen. Drops rein. Da. Guck mal, wir haben sogar schon ein paar Schrauben gehabt. So. Und ihr kennt mich. Wegen der Arbeitssicherheit und so. Na? Nicht, dass hier jemand reinstürzt. Ich bin so KLUK. Vor allem auch für mich, dass ich wieder rauskomme. Gut. Na dann. Das machen wir noch fertig. Und dann müssen wir uns jetzt dringend dem Thema Strom annehmen. So viel Strom zieht. Könnte daran liegen, dass ich noch die alten Einstellungen gewohnt bin, die vor der großen Änderung waren. Und da haben die Windräder konsequent gearbeitet und nicht nach Tagesleistung oder nach mit Wind. Ja, nachts ist es dunkel draußen. Und wenn dann
Wo bauen wir jetzt denn die Treppe dran? Hier. Treppe. Zack. Machen die noch schnell fertig und dann müssen wir in die Höhle fahren. Nützt ja nichts. Es nützt nichts. So traurig und leid, wie mir das tut, aber wir haben es angefangen. Wir wollten Luxus. Zack. Komm mal wenigstens hier hoch. Gut, also wir brauchen mehr Beton, wir brauchen mehr von allem. Und wir brauchen, gut, Stahl kriegen wir hin. Alu, Mechanikteile sollten wir noch haben. Na dann. Können wir unsere Kiste. Dann fahren wir mal, wenn ich den Strom denn hierher kriegen will mit Kabel und allem. Das wird ja auch nochmal eine Nummer. Auf was lasse ich mich bloß jedes Mal ein? So, mal gucken, was sagen die? Das ist soweit in Ordnung. Essen haben sie, beziehungsweise wir könnten ja schon. Quatsch. Zack. Ja. Nicht, dass die Zicklein denken, die können sich hier sinnlos vermehren. Guck mal, wir haben Zement haben wir hier noch. Wir bringen mal die Haut noch hoch. Warum bleibst du? Was ich mir ja immer die Ecken verbaue. Ja, wird auch langsam voll. Kühlschrank ist noch an. Da ist nämlich noch ein Stück Leber. Das braucht man zum Kochen. Frisches Fleisch kriegt man jederzeit, weil da müssen wir nur ein paar Tiere jagen. So. Du kommst schon mal mit. Ab in die Kiste. Ist erstmal nicht viel, als haben wir alles abgeknotet. Oh Gott. Wir brauchen Strom, wir brauchen Eisen. Und ohne das Ding haben wir kein, keine Ahnung, wo das wieder anfängt und aufhört. So. Das Ding braucht 6 Mechanikteile. 6. Haben wir noch? 6? Ja, klar. Ja. Mal bitte aufräumen. So wird in echt die Lust auf den Samstag vermiest. Dabei hatte ich mich doch so gefreut. So, mal gucken, wie viel wir haben. Kann er das nicht ordentlich einfüllen? Ja. Mechanikteile. Hier rein. Komm. Es ist ja Sommer. Wir haben ja Zeit. Uns jagt ja nichts. Aber trotzdem ist es schade. Ich hätte mich so gefreut. 6 Stahl und 15 Alu. 6 Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und noch Schrauben. Haben wir jetzt noch Schrauben da? 6 Schrauben noch da. Ich glaube, das wird nicht reichen. Mal auch das Kupfer alles nicht reichen wird. Wenn wir jetzt doch noch mehr Solar aufbauen wollen, beziehungsweise mehr Batterien. Naja. So, mal gucken, was kosten uns denn die? Blei, Alu, Kupfer, Elektrik. Und Elektrikteile wird schwierig, weil wir haben kein Material mehr. Nützt nicht. Gut. Vorbereitet, vorbereitet.
Wo ist denn unser Auto? Unser Quad. Sprit ist drinne, um schnell Hände waschen. Manchmal flutscht er über die Steine und manchmal bleibt er an jedem Mikrostein hängen. Boah, da hinten ist er auch noch. Mike, lass die liegen, die werden noch gebraucht. Da ist bestimmt, glaube ich, da klaut uns die. Yep. Ja. Eins, zwei. Ich komme nicht bis ran. Schade. Na dann. Aber ich bin ja so kalt, Luca. Wisst ihr ja? Haben wir ja schon festgestellt. Wo ist unser Wagen? Gott, ich renne hier. Das auf dem Samstag. Noch. Ja, aber jetzt. Ich bin der Mann mit der Brüstung dran. La 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 la. Das ist so. Männertagsparty gefeiert und dann holt ihn das Elend wieder ein. Gut. Ja, weiter hinter geht's nicht. Dann ist es halt so. Gut. Wenigstens das haben wir fertig. Wagen kann wieder mit. Übrigens, habt ihr mal gesehen, wie ich geparkt habe? Ich habe ja gesagt gehabt, oder so, ne? Passt kein Blatt Papier mal durch. Ja. Und der Kacher los. Das ist wesentlich schlimmer. Passt mal auf. Ja, guckt. Wenn das mal nicht gut geparkt ist, oder? Aber sowas Kurioses schaffe nur ich. So, mal schauen. Wir sortieren uns mal. Wir brauchen Material. Gut, der macht Lehm für den Beton. Können wir eh gerade nicht mischen, wir müssen die Steine mal abholen. Auch wenn wir sie gerade nicht verarbeiten können. Und hier ist noch eine Kiste, komm mal mit. Da geht unser ganzes Stromkonzept nicht mehr auf. Ja. Was ich natürlich sehr schade finde. Bis jetzt sind wir gut hingekommen. Oder fast. Ja, bleib doch mal stehen. Gut, ist dann keins mehr drin, aber so, das viele Eisen. So, wir haben hier noch mal Steine. Du kommst weg, kannst wieder raus. Da werde ich wohl zwischen den Folgen auch mal kräftig was tun müssen. Nützt nichts. Du stehst hier im Weg. Da. So. Du kommst wieder in deine Ecke hinter. Allerdings müssen wir schauen, dass wir dich wieder an den Start bringen. Wir brauchen viel Eisen. Na komm, es hat gerade mal kurz grün beleuchtet. Immer noch Sand einstecken. Da, zack, rein. So, wir haben Beton hier drin, wir haben noch ein bisschen Stahl hier drin. Schrauben haben wir drin, die Teile haben wir drin. Na dann, ab in die Hölle. Gott. Die Zeit, wir haben doch keine Zeit. Mike, du machst in der Zeit bitte was. Wenn es geht, kein Blödsinn. Oh,
Gong. Cool. Gerade so die Kurve gekriegt. Essen, trinken passt soweit noch. Wir sind ja gleich wieder da. Ja. Was habe ich nicht mitgenommen? Biosprit. Ausgerechnet jetzt muss Material brauchen. Ausgerechnet jetzt. Nützt ja nichts. Ich will mal was einstecken. Nö. Na dann. Fahren wir mal nach Hause. Wupp. Aha. Schwupps, sind wir da hier. Mal gucken, ob wir es wieder durchschlänzen können. Jawohl. Aha. Danke, Mike. Dass ich schon wieder den Biosprit vergessen habe. Es wird Zeit, dass wir die Pumpen angebaut kriegen. Ja. Alu. Zack. 95. Leute. Werde ich wohl gleich nochmal losfahren müssen. Was draußen, sonst kommen wir ja nie zur Rande. So, zack. So, ihr kommt dabei hier oben rein. Gut, das haben wir soweit. Biosprit. Diesmal bin ich clever. Auch wenn wir es bald vielleicht nicht mehr brauchen. Ich nehme so viel mit. So, ich fahre nochmal zurück. Wie viel haben wir noch? Sprit haben wir noch. Ich fahre nochmal schnell zurück in die Höhle und bin gleich wieder da. Wenigstens mal die Extrahierer auftanken. Ging, 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 ging. Mike, Türöffner. Guck mal, wir haben da hier an der Seite offen. So. Ja, dann bis gleich. Ups. Also wie ich das wieder vergessen konnte. Man wird halt auch nicht jünger, oder? Man wird nicht jünger. Und ich glaube, in der Apokalypse, ich wäre völlig verloren. Nur Kupfer und Aluminium. Mal, das braucht 9 Minuten. Pro Stück. Da genauso. Also nur Kupfer und Alu. Aber hat das jetzt wieder ausgeschalten? So. Zack. Aha, er macht doch nicht beides. Ist ein Anzeigefehler. Also der macht nur Kupfer. Und da, bitteschön, nur Aluminium. 9 Minuten, Strom ist an. 9 Minuten, Strom ist an. Okay, na dann. Wie konnte ich das nur vergessen? Naja, da bin wieder auf dem Heimweg. Gibt auch dort sicherlich noch eine Menge zu tun. Bum, bum, bum. So, ich lasse das Ding jetzt gleich mal hier unten stehen.
Damit ich für die nächste Fuhre nicht erst wieder hinten rumgeistern muss. Jetzt wird es natürlich witzig, wo stellen wir denn die anderen Solarzellen noch auf? Beziehungsweise wo, halt, eine Etage tiefer. Wie viele? Solar kann er tagsüber ordentlich werkeln. Und Wind? Ich glaube, das ist wieder so eine Frage, wenn Wind nur halb so viel bringt, weil er ja auch nicht ständig ist oder meistens nur mit halber Kraft. So. Wird es auf jeden Fall im Mix werden müssen. Und wenn ich sage Mix, dann verdammt guter Mix. Ja. Die Materialkosten. Ich will es gar nicht wissen. So. Ha. Da werden wir eine ganze Menge dran arbeiten müssen. Alu, Blei. Ja, dann muss ich beim nächsten Mal, wenn ich in der Höhle bin, ganz dringenderweise auch wieder Bleibern mitnehmen. Ich glaube, ich werde da drüben in die Höhle einziehen müssen. So, mal gucken. Dass wir noch was haben. So. Mike, du kommst voran. Okay, das läuft. Ja, zack. Hätte ich das Thema nur nie angefangen. Dabei habe ich schon von Wintergarten und sonstigen Sachen geträumt. Und jetzt schaffen wir es noch nicht mal, um unsere dringendsten Bedürfnisse zu stillen. Gott, komm, essen wir heute mal Fisch. Zack. Essen, essen, Biosprit machen. Gut, haben wir. Medizin, wir sind noch gut versorgt. Hier ist auch noch. Mann. Bleiben wir unseren Speer reparieren. Da. Erledigt. Toll. Hätte ich nicht wenigstens einschalten können? Asmo, was machst denn du? Ja. Du kannst hier rein. Autobahn 4. Hier noch zwei Autobahnen. Ein bisschen haben wir noch was. So. Kupfer. 4, 12 mal Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naja. Jetzt geht's Material weg wie warme Semmeln. Zehn, 15 Elektroteile und 15 Bleibern. Boah. Meine Bleibern haben wir ja. Auch die Elektroteile. Psst. Daher haben wir jetzt nur erstmal nur die Batterien. 15 Elektroteile. Was kosteten die uns?
Kupfer, Plastik, Kobalt. 15 Stück davon. Gott. 4, 5, machen wir es mal eine. 1, 2, 3, 4, 5. Quatsch, hier. Elektroteile. Ach, Blei hätte ich gar nicht gebraucht. Gegenstände kannst du nicht herstellen. Verbesserten Werkbank. Kupf, ach, Plaste. Einmal teilen, zack. Wir werden wohl noch mal auf große Tour gehen müssen. Sonst kriegen wir unser Zeug nie zusammen. Im 1. Fünf Stück. Die Bleibern hier rein. So, haben wir wenigstens da. Das passt, das passt. Sind die dabei fertig? Jawohl. Wer hat denn hier das Treppengeländer so falsch gebaut? So. Alu 5, Kupferbahn 4, Kobalt 4. Und was braucht das Windding? 10 Alu. So, 4 Kupfer, 4 Kobalt und 5 Eisen. 4 Kupfer, 4 Kobalt, 5 Eisen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und, naja. Da hörte es auf mit dem Kupfer. Ein Kupferbahn fehlt. Ich würde ja sagen, ha, wir haben bestimmt irgendwo einen, der sich irgendwo versteckt, aber ich würde mal sagen, eher nicht. Nee. Und obwohl, was, nee, Kupfer ja jetzt nicht, aber was brauchen die? Brauchen die auch Kupfer? Nee. Was können wir da hinkriegen? 4 Eisen, 5 Blei, 3 Kobalt. Schon mal, da habe ich vergessen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme einfach 5 von jedem mit. Da ist noch Stahl drinne. 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Wird schon passen. Und ich weiß genau, Eisen braucht man nicht, weil wir brauchen Alu. So, 10 Alu und das war's. Und damit haben wir nur den Anfang gemacht. So. Wind, der Gerät ist fertig. Ja komm, wir schmeißen das Zeug mal hier rein. Hier fehlt noch ein Kupfer. Naja. Traurig. Noch ein bisschen Alu. Naja. Was drin ist, ist drin. So, was fehlt denn noch? 5 Blei, 1 Kobalt, 4 Eisen. 5 Blei, 1 Kobalt, 4 Eisen. 5 Blei, 1 Kobalt, 4 Eisen. 5 Blei. Und das andere Windrad auch noch fertig? Das wäre ja doch mal der Hit. Das wäre ja der Hit. Boah. Sind wir gut oder sind wir gut? Wir sind gut. Haben sogar noch ein Eisen übrig. Brauchen wir bestimmt wieder für irgendwelche Nägel oder für irgendwas.
Ja, also Kupfer und Alu wird wohl die nächste Zeit bei uns Mangelware sein. Und wir wollten nochmal gucken, was brauchen wir für unten. Können wir vielleicht noch irgendwas reinpacken? Nicht bauen, sondern ich wollte nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen. So. Mechanikteile, Stahlbahn, Schrauben und 15 Alubahn. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für noch 9 Stück. Ah ja, da müssen wir warten. Da müssen wir wohl oder übel drauf warten. Sieht das nicht schön aus dort unten? Ja, würde aber trotzdem sagen, wir haben ja noch ein paar Minuten. Wie wir unten weiterkommen. Da. Noch ist es ja hier friedlich. Könnte sowieso gerade nichts warten, weil wir auf die Extraktoren warten müssen. Ich würde zwischen den Folgen mal so 2, 3 Tage mal Höhle hin und her fahren, damit wir entsprechend genug Material haben. Weil es wird ja sonst langweilig, dass für euch das viele hin und her fahren. Mache ich das mal zwischen den Folgen. Ich hoffe, ihr, für euch ist das in Ordnung, wenn ich immer mal so zwischendurch die Sachen tue. So, also, ja. Was wir definitiv mal herstellen, ist ein Holzschaltständer. Das können wir mal noch machen. Da, Lager. Ein Holzschaltständer. Da kann ich Mike vielleicht hier auch ein bisschen Material ein, was denn, weil wir brauchen hier ja auch noch ein bisschen was. Mike mich hier auch ein bisschen füllen. Und wir können aus dem Vollen schöpfen. Ja. Schnell. Wir wissen, Mike kann das ganz flink, dann nimmt er uns die Sachen einfach mal wieder weg. Dann rühmt er sich wieder vor den Kollegen, wie fleißig er war. Da. Wie es manchmal in der Gegend rumfliegt, ist schon lustig. So. Aber guck, da ist er schon wieder. So, und da kann ich das nämlich schon mal vorbereiten und da kann man das nächste Mal dann hier mit neuem Elan und frischem Mut wieder ans Werk gehen. So. Und da wir ja auch genug Bretter brauchen, packe ich uns immer noch ein paar Bretterständer her. Und dann war das ja echt mal wieder eine chaotische Runde. Aber so ist das hier halt. In der Apokalypse kann man sich halt es nicht aussuchen, was man will. Wer viel will. Mal schauen, ob er dann vielleicht zwischendurch nochmal eine Loot-Tour machen, weil es gibt ja Loot-Respawn. Vielleicht findet man nochmal das ein oder andere. Aber ich glaube, wir werden viel selbst herstellen müssen. Bis jetzt sind wir relativ gut durchgekommen mit allem, was wir hatten und was nicht. Ich glaube, die Schonzeit ist vorbei. Jetzt ist es vorbei mit Spaß. Wie? Was? Wegen ein paar Steckchen. Gut. Na dann. Ich werfe hier mal noch ein paar rein und dann gehen wir schlafen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir eine ansehnliche Menge Material haben. Vielleicht passiert ja zwischendurch mal irgendwas noch Tolles.
dann lasse ich euch natürlich daran teilhaben. Ja, die muss ich auch nochmal füttern. Naja, es wird mir nicht langweilig die nächsten Tage. Also dann, Tschüssikowski und bye bye, bis morgen in alter Frische. Also für euch bis morgen, für mich bis übermorgen, übermorgen. Naja, wir werden sehen. Also dann, ciao, ciao.